Für uns geht es heute vor allen Dingen darum, noch einmal zu bekräftigen, dass am 24. Dezember die Wahlen in Libyen stattfinden werden, dass der Abzug aller ausländischen Kräfte noch einmal bekräftigt wird und dann danach Stück für Stück, Step by Step, auch beginnen wird und innerhalb Libyens die Kräfte, die Sicherheitskräfte, die es dort gibt, zusammengeführt werden.